Das virtuelle Fahrzeug ist mit seinem Automated Drive Demonstrator heute zu Gast hier am Lungauring in Salzburg. Im Rahmen vom Alplab möchten wir herausfinden, was passiert, wenn das Fahrzeug im winterlichen Fahrverhältnis unterwegs ist, wie sich die Sensoren verhalten und ob es hier unter Umständen auch zu Problemen kommen kann. Wir führen hier am Lungauring unsere ersten Testfahrten für Alplab durch. Der Vorteil ist, dass wir hier reproduzierbare Testszenarien abfahren können. Dafür bauen wir am gesamten Lungauring verschiedene Targets auf und können so feststellen, ob unsere Sensoren wie LiDAR, Radar und Kamera ausreichend gut funktionieren. Um automatisierte Fahrfunktionen und auch autonome Autos testen zu können, haben wir in der Steiermark Alplab. Alplab ist eine Testregion, in der Automobilhersteller, Sensorhersteller kommen können und ihre Produkte, Services und Software testen können. Wir können auf öffentlichen Straßen fahren, aber auch geschlossene Proving Grounds nutzen, wo man Situationen leichter auch wiederholen kann. Aus all diesen Daten von öffentlichen Straßen, den Autobahnen mit all ihren Sensoren und von Proving Grounds, können wir diese Daten in die Alplab Cloud transferieren und dann für virtuelle Tests auf Simulatoren oder auf Prüfständen verwenden. Wir haben die Tests jetzt am Lungauring durchgeführt. Die Pisten waren hervorragend präpariert. Das hat es uns sehr leicht gemacht, die einzelnen Testfahrten durchzuführen. Das hat uns auch ermöglicht, die verschiedenen Sensordaten in einer sehr kurzen Zeit und sehr effizient aufzuzeichnen.